Es kam Land und Leute teuer zu stehen, wenn der Krieg vorbeikam. Hier nachgestellt zum Gedenken an die Schlacht bei Breitenfeld. Neben der formlosen Plünderung gab es diverse vom Kriegsrecht vorgesehene Formen der Gelderpressung. Die einträglichste war die sogenannte Brandschatzung. Zum Zwecke der Brandschatzung ging die Truppe vor einer Stadt in Stellung. Sodann ließ der Kommandant bei der Bürgerschaft anfragen, wie viel es ihr wert wäre, wenn die Stadt nicht angezündet würde. Waren die Bürger zahlungsunwillig oder mangelte es ihnen an Barem, dann wurde geschossen, gestürmt und gezündelt. So ist im Jahr 1622 der Kriegsunternehmer Ernst von Mansfeld damit beschäftigt, in der Pfalz und im Elsass seine Kriegskasse zu füllen. Mansfeld hatte in Böhmen den protestantischen Ständen gedient und sich nach deren Niederlage mit seiner Armee bis in die Rheinpfalz und das Elsass durchgeplündert. Das Elsass gehörte zum Teil den Habsburgern, was Mansfeld ein ungehemmtes Vorgehen ermöglichte. Aber auch protestantische Reichsstädte wurden abkassiert. Sie hausten schlimmer als die Feinde, ist eine ständige Redewendung der Ortschronisten. Eigentlich sollte Mansfeld die von Spaniern besetzte Rheinpfalz zurückerobern, und zwar für seinen Auftraggeber Friedrich von der Pfalz. Friedrich von der Pfalz war seiner Ansicht nach Kurfürst und König von Böhmen, nach Ansicht des Kaisers hingegen ein landloser Rebell. Im Bistum Paderborn war für Friedrich und gegen den Kaiser ein weiterer Kriegsunternehmer tätig geworden. Christian von Braunschweig hatte Klerus und Bürger so lange gebrandschatzt, bis es für eine ansehnliche Armee reichte. Dabei waren mehr als 10 Städte und Dörfer in Flammen aufgegangen. »1622 setzte Christian von Braunschweig seine Armee in Richtung Pfalz in Marsch. Beim Plündern ging viel Zeit verloren, besonders in der Wetterau. Obwohl eine kaiserlich-bayerische Armee unter Tilly sich Main aufwärts nähert, begeben sich die Braunschweiger nicht in die Pfalz, sondern vor das kurmainzische Höchst am Main, um sich am Eigentum des Mainzer Bischofs zu vergreifen. Tilly hat seine Freude daran.« Die Bürger von Höchst und kurmainzische Soldaten wehren sich verzweifelt. Nachdem sie 100 Angreifer niedergestreckt haben, fliehen die meisten per Schiff nach Frankfurt und Mainz. Das Theatrum meldet: Nun sind die Braunschweigischen zum Wassertor hineingekommen, schlugen die Zurückgebliebenen nieder und zerschlugen Kisten und Kasten, Fenster, Türen und Öfen. Des anderen Tags haben sie in der Umgebung auch alle mainzische wie auch neutrale Dörfer jämmerlich ausgeplündert und zum Teil in Brand gesteckt. Geringer Beute wegen also bleibt Christian bei Höchst. Er ahnt offenbar nicht, was sich gegen ihn zusammenbraut. Am 7. Juni sind die Ligistischen und Spanischen den Main abwärts gerückt und haben sich am 8. zwischen Hanau und Frankfurt gelagert. Inzwischen hat der braunschweigische Brandmeister Sulzbach anstecken lassen. Und am 9. Juni Nied und Eschborn. Des Mittags sind die Ligistischen und Spanischen, 20.000 zu Fuß und 6.000 Reiter, auf die Braunschweigischen gezogen. Schlachtbericht im Theatrum. Da ist ein hartes Treffen angegangen, das etwa 6 Stunden lang dauerte. Die Ligistischen haben ihre 18 Stücke wie in einem Dreieck aufgestellt und damit stark und mit Hagel unter die braunschweigische Reiterei geschossen, sodass dieselbe nicht recht ansetzen konnte. Die Braunschweigischen haben mit nur 3 Stücken wenig ausgerichtet. Ihr Fußvolk hat sich gewehrt, bis der Herzog auf Gutachten der Obristen
den Rückzug befahl. Die ganze Armada kam in Unordnung und ein jeder wollte bei der Flucht der Erste sein. Da das Gedränge auf der Behelfsbrücke zu groß war, versuchten manche an tiefen Stellen zu übersetzen, wobei viele haben ersaufen müssen. So ist mehr Volk im Wasser als auf dem Land umgekommen. Herzog Christian entkam mit 5 Kornettreitern über den Main. Die meiste Bagage ließen sie zurück. So ist mancher Bauer zu einer stattlichen Beute gekommen. Auch haben die Fischer einen großen Reichtum erlangt, da sie bei den Toten den Main entlang viel Geld, Ketten, Ringe und stattliche Kleidung bekommen haben. Die flüchtigen und verirrten Braunschweigischen wurden verfolgt und in den Gärten und im Gehölz niedergehauen, wobei die Bauern auch tapfer halfen. Viele vom Tross wurden ohne Erbarmen erschlagen. Nach der lokalen Überlieferung machte Graf Tilly hier nach der Überquerung der Brücke ein Nickerchen. Gesichert ist, dass er nach der Schlacht ziemlich ungemütlich wurde. Er ließ Gefangene hinrichten. Meldung im Theatrum. Selbigen Abend wurde Höchst von den Ligistischen wieder eingenommen und alle Braunschweigischen niedergemacht. Die Besatzung des befestigten Schlosses bat um Gnade. Darauf wurde ihnen freier Abzug zugesichert. Weil sie aber zuvor die armen Weibspersonen und Kinder niedergehauen und einen alten Pfaffen kastriert hatten, ließ General Tilly sie alle niederhauen. Unbarmherzigkeit des Kriegsvolks. Im Städtlein Kronberg waren auch 65 Braunschweigische. Die Einwohner mussten sie herausschaffen, da selbst sie im Feld von dem ligistischen Kriegsvolk hingerichtet wurden. Frankfurt war schon mit Flüchtlingen überfüllt. Und es wurden immer mehr, weil nun auch Tillys Mannen ihren Gewohnheiten nachgingen. Die Ligistischen haben etliche Flecken um Frankfurt geplündert. Über das Elend in und um Frankfurt meldet das Theatrum. Viele Verwundete und Kranke sind von beiden Seiten zu Frankfurt eingekommen, welche die Stadt so infiziert, dass kurz darauf ein großes Sterben an der Roten Ruhr und anderen hitzigen Krankheiten erfolgte. Christian sammelte die Reste seiner Armee ein und folgte den Mansfeldern ins Elsass, wo inzwischen auch eine kaiserliche Armee kriegstypisch tätig geworden war. Die Beraubung der Bauern gestaltete sich immer schwieriger, da die meisten in größere Städte wie Straßburg geflohen waren. Zu ernten gab es ohnehin nichts mehr. Die Soldateska aus aller Herren Länder hatte inzwischen auch Zugtiere und Saatgut aufgefressen. Ein Flugblatt über das Kriegselend im Elsass. Obwohl die kaiserlichen Völker sich bisweilen präsentierten und sich gegen die mansfeldischen Räuber sehen ließen, wichen sie doch immer wieder zurück. Ja, machten es nicht besser, denn auch sie plünderten, wo sie konnten. In Straßburg zählte ein Arzt 22.000 Flüchtlinge. Die meisten waren krank und unterernährt. Der Preis für Korn verfünffachte sich. Der Straßburger Chronist Johann Walter. Weil das Land unbewohnbar war, wurde die Stadt und ihre Herbergen noch mehr angefüllt. Nachdem Mansfeld das arme Elsass so verheert, verbrannt und gründlich verderbt hat, ist er endlich mit Herzog Christian in die Stadt gekommen. Dort hat dieser Fürst einen köstlichen Abendtanz gehalten, wozu er viele adlige Frauenzimmer eingeladen hat und war sehr lustig mit ihnen. Nachdem die Mansfelder und Braunschweiger das Elsass verlassen hatten, stellten die Behörden fest, dass in dem überfüllten Straßburg 4.330 Menschen an Hunger und Krankheiten gestorben waren.
Die hochadligen Herren führen Krieg um Land und Leute, aber persönlich haben sie nichts gegeneinander. So sieht es ein Flugblatt von damals. Überschrift: Das Kriegsballett der europäischen Potentaten. Es nennt auch ihr Motiv: Habgier und nicht etwa der Glaube. Der Klerus macht nur die Musik. Weil der protestantische König Jakob von England mit dem katholischen Spanien Frieden schließen wollte, drängte er seinen Schwiegersohn Friedrich von der Pfalz, er möge seine Feldherren entlassen. Widerstrebend willigte Friedrich ein und stellte am 13. Juli Ernst von Mansfeld und Christian von Braunschweig die Kündigung zu. Die beiden protestantischen Feldherren boten ihre Armeen zunächst Spanien-Habsburg an, traten dann aber in die Dienste der Niederländischen Republik. Nach dem Abzug der Mansfelder und Braunschweiger konnten im Südwesten die anderen ungestört Beute machen. Theatrum: Die Tillischen streiften in die umliegenden Herrschaften. Besonders die Kroaten und Kosaken überzogen das Land des Markgrafen von Durlach mit Mord, Raub und Brand. Sie verwüsteten alles jämmerlich, schlugen den Fässern die Böden ein, schnitten die Betten auf. Den Kindern hauten sie die Köpfe ab, die Eltern, so sie sie nicht gar ermordeten, richteten sie jämmerlich zu. Sie streiften auch bis an den Bodensee, bis die eidgenössischen Landleute sie abpassten und viele erschlugen. Als Friedrich wegen der Pläne des englischen Königs seine Feldherren abrücken ließ, konnte er nicht ernsthaft glauben, dass seine Residenzstadt Heidelberg heil davonkommen würde. Er sollte sie nie wiedersehen. Aber den größeren Schaden hatten seine Heidelberger. Theatrum: Ein Teil des kaiserlichen Volkes hat sich mit den Tillischen konjungiert und die Stadt Heidelberg mit ganzer Macht angegriffen. Am 15. September hat General Tilly den ganzen Tag über aus allen Batterien die Stadt und Außenwerke heftig beschossen. Sodann haben sie 2 Stunden lang einen Generalsturm unternommen mit vielen 100 Leitern. Die Belagerten haben sich tapfer gewehrt, sonderlich die Engländischen und Niederländischen. Auch die Niederländer und Deutschen auf dem alten Schloss haben die Tillischen etliche Male abgeschlagen, sodass sie weichen mussten. Die Tillischen haben dann mit 18 Stücken von dem Gebirge herab so geschossen, dass kein Mensch mehr sicher auf den Wehren und Werken stehen konnte. Die Belagerten waren durch langes Wachen ganz ermattet und wurden teils erlegt und teils verjagt. So konnten die Tillischen sich aller Außenwerke bemächtigen. In diesem Lärmen haben die Kroaten durch den Neckar gesetzt, sind in die Vorstadt gekommen und haben Feuer an unterschiedlichen Orten eingelegt. Die Tillischen waren weiter siegreich und haben auch die alte Stadt angefallen. Darauf hat sich der Gouverneur mit den übrigen Befehlshabern und Soldaten, etlichen Bürgern und Weibspersonen ins Schloss salviert und den Tillischen die alte Stadt überlassen. Die Söldner gingen beim Aufspüren der Wertsachen planmäßig und mit Ausdauer vor. Theatrum: Darin hob ein jämmerlich Zetergeschrei und Wehklagen an, durch Niederhauen, Plündern und Geld herausmartern, mit Däumeln, Prügeln, Nägelbohren, Schänden und anderen dergleichen. Zugleich nahm die Feuersbrunst in der Vorstadt mächtig Überhand und griff auch das reiche Hospital an. Solch Wüten und Toben des Kriegsvolks ist bis in den 3. Tag fortgesetzt worden. Der bayerische Hauptmann Fritsch: Was wir an Soldaten bekommen haben, ist entweder gefangen oder niedergemacht worden. Es gab eine ansehnliche Beute an Geld, Gold und Silber.
Die Soldaten im Schloss kamen davon. Theatrum. Auf getroffenen Akkord ist den 10. September die Garnison mit 10 fliegenden Fähnlein und 30 Reitern aus dem Schloss abgezogen. Auswärtige äußern gelegentlich die Meinung, das Schloss sei von Tillys Mannen ruiniert worden. Das stimmt nicht. Es waren französische Truppen im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1688-89. Tilly ging 1622 vorsichtig zu Werke. Schließlich sollte alles an seinen Dienstherrn Maximilian von Bayern fallen. Fast alles, denn auch für den Papst fiel etwas ab. Nach der Siegesfeier in der Heiliggeistkirche richteten sich die Blicke begehrlich auf die Palatina, die Pfalzbibliothek auf der Empore. Da ist sie nicht mehr. Sie wurde im Dezember 1622 gestohlen. Eine Vitrine erinnert an die geraubte Bibliothek. Das Theatrum meldete, wie sie abhanden kam. Die Bibliothek zu Heidelberg, so in Europa sonderlich berühmt, ist im Dezember 1622 aus der Heiligen Gastkirche genommen worden und in Fässer eingepackt nach Rom verschickt worden. Die Beteiligung ihrer Heiligkeit an der Beute war politisch wohl kalkuliert. Des Papstes Segen war für die Aneignung der Pfalz erforderlich. 1986 kehrten die sehenswertesten und kostbarsten Bücher nach Heidelberg heim. 270.000 Besucher haben sie besichtigt. Dabei kam auch die Frage auf, wem die Palatina denn eigentlich gehöre. Gar mancher fand die Idee eines Juristen plausibel, es handle sich um geraubtes Gut und gehöre nach wie vor der Heidelberger Universität. Die Rechtsexperten der Universität aber hielten das Delikt für verjährt. Und so kam es, dass die Palatina zum zweiten Mal nach Rom expediert wurde. Diesmal mit Hilfe der US-Armee. Der Papst hat sie wieder. Und dem stehen Verstöße gegen das siebte Gebot betreffend ja die nötigen Gnadenmittel zur Verfügung.